Hallo und herzlich willkommen. Ist das nicht ein schönes Muster? Schau mal, wir haben hier ganz, ganz tolles Muster, den du für alle deine Projekte verwenden kannst, weil du die geraden Reihen strickst, wie die Maschen erscheinen. Gleich kommen wir zur Skizze, die gibt es auch natürlich. Das ist die linke Seite, ist nicht so besonders schön, aber lässt sich sehen. Und hier ist die rechte Seite. Wir haben hier Maschenzahl, teilbar durch 8. Also ganz tolle Maschenzahl sozusagen, wenn du zum Beispiel das Muster für Socken verwenden willst. Nach oben haben wir 16 Reihen oder 16 Runden. Wir haben keine extra Maschen hier. Nur wenn du jetzt mit 2 Stricknadeln strickst, hast du die Randmaschen, die du nicht bei, wenn du in Runden strickst, die du nicht hast. Wir haben hier im Blau, habe ich wieder die rechte Maschen gezeichnet und im Schwarz die linken Maschen. In Grün, das sind Umschläge und im Rot sind das 2 Maschen zusammen nach links und das sind hier im Rosa 2 Maschen zusammen nach rechts, also von vorne und die von hinten. Mehr brauche ich nicht sagen. In den geraden Reihen strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel mit 2 Stricknadeln strickst, erscheinen die Maschen hier, die du rechts gestrickt hast, erscheinen als linke Maschen. Und die, die du links gestrickt hast, erscheinen als rechte Maschen. Umschläge strickst du nach links, auch die Maschen, die du zusammengestrickt hast, strickst du nach links. Wenn du jetzt in Reihen, in Runden strickst, dann in geraden Runden strickst du die rechten Maschen nach rechts, die linken nach links, die Umschläge nach rechts und die Maschen, die du zusammengestrickt hast, auch nach rechts. Das war's. Mehr brauche ich euch nicht sagen. Wir können sofort anfangen zu stricken. Wir fangen an mit der ersten Reihe. Da haben wir die Randmasche und danach haben wir 3 Maschen, die wir nach rechts stricken. Danach kommen 3 linke Maschen. Zweite und die dritte. Und dann haben wir 2 Maschen rechts. Das war unser erster Rapport. Wir fangen an mit dem zweiten Rapport. 3 Maschen rechts. 1, 2 und 3. 3 nach links. Zweite und die dritte. Und 2 Maschen rechts. Wir haben jetzt 2 Rapports gestrickt. Du strickst so viele Rapports, wie du für dein Projekt brauchst. Bei mir ist schon die Randmasche, die ich nach links stricke. Das war die erste Reihe. Die zweite strickst du alle Maschen, so wie die erscheinen. Die dritte Reihe stricken wir genauso wie die erste. Also nach der Randmasche haben wir 3 Maschen, die wir nach rechts stricken. Dann kommen 3 Maschen links. Und 2 Maschen rechts. Die erste und die zweite. Und wir wiederholen das Ganze im zweiten Rapport. 3 rechte Maschen, 3 linke und 2 rechts. Und die Randmasche. Das war die dritte Reihe. Reihe 5, die Randmasche und nach der Randmasche haben wir 4 Maschen rechts. Das sind die, die ich in Blau gezeichnet habe, obwohl hier erscheint eine linke Masche. Die strickst du trotzdem nach rechts. Dann machst du einen Umschlag und strickst 2 Maschen zusammen nach links. Das heißt von hinten rechte Stricknadel schieben, Faden holen und aus 2 Maschen machst du eine, die biegt sich in die linke Richtung. Dann kommen 2 Maschen rechts und neuer Rapport, wieder 4 Maschen rechts. Ein Umschlag, 2 Maschen zusammen von hinten und 2 rechte Maschen.
Und am Ende habe ich schon die Randmasche, die ich nach links stricke. Das war jetzt die fünfte Reihe. Wir kommen jetzt zur siebten Reihe und wir haben als erste natürlich die Randmasche und danach stricken wir zwei Maschen nach rechts. Dann haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich muss die Hinterwand nach vorne liegen und jetzt von vorne die rechte Stricknadel schieben und eine Masche aus zwei machen. Ein Umschlag, eine Masche nach rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen nach links, von hinten die rechte Stricknadel schieben. Und danach haben wir eine Masche rechts. Wir fangen an mit dem neuen Rapport, zweiter Rapport, zwei Maschen rechts, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also du schiebst die rechte Stricknadel unter den zwei Maschen aber vorne und holst den Faden. Machst einen Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen von hinten und eine rechte Masche und die neunte Reihe. Randmasche und nach der Randmasche haben wir zwei Maschen links. Obwohl die hier als rechte erscheinen, strickst du die nach links, die zwei. Und dann hast du fünf Maschen, die du nach rechts strickst. Vierte und die fünfte. Und dann hast du eine Masche links. Das war erster Rapport. Du fängst an mit dem zweiten Rapport. Zwei linke Maschen, fünf Maschen rechts. Und eine Masche links und bei mir ist schon die Randmasche, die ich nach links stricke. Das war die neunte Reihe, die zehnte strickst du, so wie die Maschen erscheinen. Wir haben jetzt die elfte Reihe und die elfte Reihe ist genauso wie die neunte. Das heißt, wir haben nach der Randmasche zwei Maschen nach links und dann haben wir fünf rechte Maschen. Vierte und fünfte. Und dann eine links. Das war erster Rapport. Wir fangen an mit dem zweiten Rapport. Zwei links, fünf rechts. Und eine links und dann bei mir die Randmasche. Das war jetzt die elfte Reihe. Reihe 13, eine Randmasche, ein Umschlag. Zwei Maschen zusammen von hinten, die biegt sich dann die Masche nach links. Und dann haben wir sechs Maschen, die wir nach rechts stricken. Vierte, fünfte und die sechste. Wieder ein Umschlag, zwei Maschen zusammen von hinten und sechs Maschen rechts. Und die sechste. Und am Ende habe ich die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die zwölfte Reihe. Die 14. Reihe, die strickst du alle Maschen nach links, weil da haben wir keine linke Masche jetzt in der 13. Reihe. Und wir sind bei der 15. Reihe, die Randmasche, danach haben wir eine rechte, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen von hinten, Faden holen, drei Maschen, die wir nach rechts stricken, zwei Maschen zusammen nach rechts, also von vorne unter den zwei Maschen Faden holen. Ein Umschlag. Neues Rapport, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen von hinten, drei rechte Maschen und zwei Maschen zusammen von vorne die rechte Stricknadel schieben. Und den Faden holen. Und am Schluss ein Umschlag und die Randmasche, die stricke ich nach links. Das war jetzt die 15. Reihe. Und damit sind wir fertig wieder. Schau mal, so sieht das aus. Nach einem Rapport nach oben und zwei Rapports in der Breite. Ganz tolle Muster und ich war gerade am Überlegen, was ich mit dem Muster stricken würde. Vielleicht Socken. Okay, das war's, meine Lieben, für heute. Ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeikommst und schaust meine nächsten Projekte oder nächste Muster. Die Skizze, die kannst du dir am Anfang abschreiben. Die ist nicht so schwer. Und bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.